Guten Abend und willkommen zurück bei Laundry Lord Teil 8. Ja, ich war heute bei den Vulkanen und anschließend noch beim Strand. Und als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich erstmal noch eine kleine 30-Minuten-Ladung mit den Strandhandtüchern. Dafür hatte ich dieses Programm hergenommen und dieses Waschmittel. Nein, das war's hier. Und zusammen mit dem am Vormittag noch gewaschenen Duschhandtüchern hängt die Wäsche jetzt, die Strandtücher, beim Trocknen. Es weht gerade so ein angenehmer, milder Abendwind und da wird es auf jeden Fall bis morgen trocknen. Auf jeden Fall ist mir beim Strandspaziergang etwas Unangenehmes passiert und zwar bin ich auf einem glitschigen Vulkanstein ausgerutscht. Mir ist zum Glück nichts passiert, aber die Bade, beziehungsweise das Short, die Shorthose, hat so grüne Algenflecken. Die werde ich jetzt mit Lucil vorbehandeln. Und dann wird es gewaschen mit einem mitgebrachten Perwoll Color Cup. Dazu werde ich auch noch eine Badehose waschen. Die wird ebenfalls vorbehandelt. Und zwar hat die auch von so Steinen am in so einem Charco, in so einem Wasserbecken auch Flecken abbekommen. Und da es farblich noch gut dazu passt, werde ich jetzt noch zwei Achselschürzen mitnehmen und in Grau und ein buntes noch, ebenfalls ein Achsel-T-Shirt. Und das werde ich dann bei 30 Grad waschen. Für die Vorbehandlung fülle ich mir jetzt erst ein bisschen Lucil um. Korrekterweise wird es ja eigentlich Luthiel ausgesprochen. Und dann werde ich das direkt auf so kleine Flecken geben. Hier, das sollte eigentlich normal auch rausgehen. Ich darf dann nicht vergessen, die Badehose nochmal in das Wäschenetz zu geben. Gebe das jetzt hier so drauf. Und werde es so vermengen. Und das gleiche mache ich dann eben hier noch mit diesen grünen, sind keine Grasflecken, sondern eigentlich so Algenflecken vom Meer. Man sieht schon, dass sich da was auflöst. Gut, das wird jetzt hier noch eingetunkt, dass da überall was hinkommt. Ich werde dann noch ein bisschen Ariel Fleckenpulver Color dazu tun und noch mal eine Kappe extra. Und dann sollte das auch bei 30 Grad alles sauber werden. So, die Maschine ist jetzt bereit, befüllt zu werden. Machen wir sie erst auf. Das heißt, ich hatte sie ja offen gelassen zum Trocknen. So, jetzt hier die Badehose, dann die Short, dann die zwei grauen und das bunte T-Shirt und obendrauf, weil es ein Toplader ist, dann den Cup. Und das Ariel Fleckenpulver gebe ich direkt zu der Wäsche hinzu. Und hier werde ich jetzt direkt auch ein Lustil dazu geben und noch ein bisschen dazu direkt in den Einspülkasten hier. So ein Schuss. Gut. Dass alles schön hygienisch wird bei 30 Grad. Und als Füllmaterial lege ich noch ein weiteres kleines graues Handtuch dazu. Und dann wird die Maschine verschlossen. Und ich wähle dann das Programm. Jetzt bin ich erst auf Off und 30. Da könnte ich wieder dieses nehmen. Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Oder Synthetik. Tja, was nehmen wir? Also ich muss, sowas hier kann ich gar nicht nehmen bei 40. Dann nehme ich einfach das hier. Das wird wohl pflegeleicht sein. Gut, und dann hoffe ich, dass das schön sauber wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen
Und wir sehen uns vielleicht noch bei einer nächsten Wäsche in Lanzarote. Laundry Lord in Lanzarote. Bis dahin. So, ich bin jetzt natürlich doch neugierig, wie die Maschine wäscht, ob sich alles aufgelöst hat. Ich habe jetzt die Startpause gedrückt und die Maschine wird jetzt gleich zu öffnen sein. Wenn dieses rote Licht erlischt, dann kann ich aufmachen und nachschauen, was sich da drin tut. Soeben ist das Licht aus. Jetzt kann ich aufmachen. Ich muss mal hier das weiter drehen. Es schäumt schon, man sieht's. So, es geht mal auf den Kopf rum. Jetzt brauche ich beide Hände, dass ich das drehen kann. Ja, jetzt. So, also jetzt ist es so dunkel hier, aber man kann es erkennen, es schäumt. Und wir könnten sogar mal schauen, ob die Flecken von der Hose schon weg sind. Aber das sieht man jetzt bei dem Licht wahrscheinlich gar nicht. Das ist vorne. Das war ja hinten. Im Moment sehe ich keine Flecken mehr. Das ist gut. Also, dann schalte ich jetzt wieder weiter ein. Und es geht weiter. Die Maschine ist fertig. Und jetzt lasst uns mal einen Blick drauf werfen, wie es geworden ist. Es ist etwas unpraktisch hier, dass es nicht automatisch zurückdreht. So, das sind eigentlich jetzt die zwei Sachen, die wir anschauen müssen. Die Hose und das haben wir jetzt zum einen hier, die Hose. Also, die Flecken bei der Badehose sind alle raus auch. Hier vorne sind so rote, lila Flecken, es sind keine Blutflecken, ich weiß nicht, woher das kommt, was das ist nicht rausgegangen. Und bei der grauen Short sind die Flecken komplett raus von diesen grünen Algen, ich sehe da nichts. Also war in Ordnung so. Bis zur nächsten Wäsche. Vielen Dank fürs Zuschauen.